Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Frage sucht Antwort. Heute wieder mit Christina und Lutz. Die erste Frage kommt von Roland bezüglich der Backzeit. Genau, Roland hat eine ganz kurze Frage. Er fragt nämlich, wenn ich die Teigmenge verändere, muss ich dann die Backzeit verlängern und falls ja, wie? Ja, die Backzeit muss man verlängern, falls sich die Teigmenge in die eine Richtung verändert, nämlich mehr wird. Wenn es weniger Teig ist, zwangsläufig muss die Backzeit verringert werden. Die andere Frage, die zweite Frage, ist ein bisschen schwieriger zu beantworten, denn da geht es konkret darum, um wie viel ändert sich die Teigmenge und welche Rezeptur liegt dem zugrunde oder welche Brotsorte wird denn da gebacken oder welche Brötchensorte, kann ja auch sein. Ganz grundsätzlich gilt die Regel, grob über den Daumen, bei Weizenteigen, dass alle 250 Grad mehr Teig oder weniger Teig die Backzeit sich um 5 Minuten verlängert oder verringert. Bei Roggenbroten als anderes Endglied wären es jeweils 10 Minuten mehr oder 10 Minuten weniger. Das liegt einfach daran, dass je lockerer die Krume ist, umso schneller ist sie durchgebacken. Das heißt, ein lockeres Weizenbrot backt viel schneller durch, braucht also weniger Backzeit als ein dichtes, kompaktes Roggenbrot. Deshalb sind es bei Weizenbrot 5 Minuten alle Viertelkilo und bei Roggenbrot über den Daumen 10 Minuten jedes Viertelkilo, mehr oder weniger Teig. Für alle anderen Brotarten, die so dazwischen sind, also alle möglichen Mischformen von Roggen und Weizen, bei Weizen ist Dinkel auch immer mit eingeschlossen, gibt es dann irgendwas zwischen 5 und 10 Minuten. So, das ist grob zum Abschätzen, in welche Richtung das Ganze gehen könnte, wenn ich da was ändere an der Teigmenge. Ganz sicher sein kann ich mir aber nur, wenn ich die Kerntemperatur messe. Und dazu stecke ich einfach einen Bratenthermometer oder irgendein Stichthermometer ab und an beim ersten Versuch, wenn man das wirklich das erste Mal mit veränderter Teigmenge backt, in den Brotlaib im Backofen und teste die Kerntemperatur. Und wenn die 96 bis 98 Grad erreicht hat, und ist überhaupt kein Problem, wenn man da auch ein paar Minuten länger drauf rumbackt auf dieser Temperatur, dann ist das Brot durchgebacken, die Krume stabil. Und diese Zeit schreibe ich mir auf und habe dann meine veränderte Rezeptur. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Dann kommen wir zu Frank und Claudia. Die haben eine Frage zu einem Kochrezept und nicht zu einem Backrezept, nämlich die Kaspressknödel aus dem Almbackbuch. Ja, genau. Ist eigentlich kein Kochbuch. Nein, aber ein Backbuch, aber ein Kochrezept. So. Und zwar ist ihre Frage einfach, was ist Semmelbrot? Kann man dafür auch getrocknetes, mit der Küchenmaschine geriebenes, übrig gebliebenes, altes Brot verwenden? Ja, in Österreich ist es ja sehr weit verbreitet mit Semmelbrot. Ich glaube, das hat noch einen anderen Begriff, wenn man das kauft in Österreich. Da komme ich aber gerade nicht drauf. Knödelbrot, genau, so heißt es. Knödelbrot, so war das. Genau, da gibt es also Knödelbrot zu kaufen. Ist gang und gäbe, weil man das für alles Mögliche braucht. Eben, wie der Name schon sagt, für Knödel, wie die Kaspressknödel und für viele andere Dinge in der Küche. Und dann kann man in den Supermarkt gehen oder auch zum Bäcker und dann gibt es so ganz fein gewürfeltes Knödelbrot. Knödelbrot ist nichts anderes als ein Weißbrot, ein ganz feinporiges Weißbrot, das maschinell in Würfel von ungefähr, naja, ich würde schätzen, einen halben Zentimeter Kantenlänge geschnitten wird und getrocknet wird, damit es dann später wieder mit Flüssigkeit in Verbindung gebracht werden kann, aufquillt und eine gewisse Bindung in der Masse, die man da herstellt, abgibt. So, Kaspressknödel, das ist was ganz Tolles, das ist sehr viel geriebener Käse, ein bisschen Sahne ist in aller Regel dabei, ein bisschen Brühe, ein paar Gewürze, Kräuter und eben das Knödelbrot. Und wenn ich mich recht erinnere, ist es ungefähr 1:1 Käse und Knödelbrot bei Roswitas Kaspressknödeln aus dem Almbackbuch. Und dieses Knödelbrot muss natürlich nicht zugekauft sein, warum auch? Erstens sind da bestimmte Verarbeitungshilfsstoffe drin, höchstwahrscheinlich, manchmal sogar deklariert, die möchte man nicht zwingend in seinem Essen haben, zumindest möchten wir das nicht. Man kann also auch selber eigenes Brot verwenden, im Idealfall, damit das den Geschmack und die Konsistenz hat, die die Kaspressknödel haben sollen, ist es dann halt Weißbrot, am besten so eine Art Toastbrot oder ein helles Brötchen aufgeschnitten ohne Kruste.
Es geht aber auch jedes andere alte Brot. Es verändert dann natürlich den Charakter des jeweiligen Knödels. Wir haben das also auch schon mit Roggenbrot probiert und mit irgendwelchen Mischbroten oder irgendwas durcheinander gemixt. Alles, was so an Resten da war. Mit Brezeln haben wir es auch schon gemacht. Sehr lecker. Es geht also mit allem, aber es verändert natürlich den Charakter des jeweiligen Knödels. Ja, also in kleine Würfelchen schneiden, trocknen in der Restwärme des Backofens zum Beispiel, dann hat man die Energie noch sinnvoll genutzt und dann später nutzen als Knödelbrot. Jetzt kommt eine Frage von Michael und zwar geht es um Möhrenbrot. Und sein Problem ist, dass der Teig viel zu weich ist, sodass man es nicht falten und nicht formen kann. Er schreibt, er hält sich genau an das Rezept, an die Reifetemperatur und an die Reifezeit. Das ist ein Rezept aus dem Perfektionsbuch mit Hefe, aber die Arbeitsschritte, die dort abgebildet sind, die kann Michael nicht ausführen, weil der Teig eben so weich ist. Er hat das jetzt bis jetzt 3-mal versucht und jedes Mal war das Brot dann nach dem Backen innen teigig und klebrig. Er vermutet, dass die Wassermenge zu viel ist und er sagt, also mit dem Teig, den er da produziert hat, könnte man auch niemals einen Fenstertest machen. Ja, ich werde bei solchen Fragen immer hellhörig und schaue erstmal nach ins Rezept, ob da irgendwie ein Druckfehler drin sein könnte, ist aber nach so vielen Jahren eigentlich ausgeschlossen. Das ist jetzt, glaube ich, in der mehr als 20. Auflage dieses Buch und Fehler sollten da keine mehr drin sein. Insofern habe ich mal nachgerechnet, die Teigausbeute bei diesem Rezept beträgt 165, das bedeutet also auf 100 Gramm Mehl kommen 65 Gramm Wasser. Das ist für solch ein Brot mit relativ hohem Weizenmehl 550er Anteil, aber auch mit einem Dinkelvollkornanteil nicht zu hoch. Also die angegebene Wassermenge ist definitiv nicht zu viel, aber es entsteht natürlich ein recht weicher Teig, insbesondere dann, wenn auch noch die Möhre hineinkommt. Und da kommt es dann wieder ein bisschen drauf an, wie die Möhre so beschaffen ist, wie viel Wasser sie enthält, wie trocken oder feucht sie ist im Inneren, wie fein oder grob sie gerieben wird. Also im Rezept steht grob reiben. Der Möhrenanteil beträgt 39% aufs Mehl. Also auf 100 Gramm Mehl kommen 39% Möhre. Das ist sozusagen die Möhrenausbeute, wenn man es umrechnen würde, 139. Und wenn die jetzt sehr fein gerieben ist oder die Reibe etwas stumpf ist und über das Reiben relativ viel Wasser schon frei wird an den Möhrenschnipseln, dann geht das Wasser natürlich mit in den Teig und macht den Teig weicher. Da muss man ein bisschen gucken, wenn man merkt beim ersten Mal, mit der Möhre und mit der Reibe ist es wahrscheinlich zu weich, dann reduziert man entweder den Möhrenanteil oder muss am Wasser sparen. Was noch dazu kommt, ist, dass ganz oft Teige, die man zum ersten Mal herstellt, mit noch relativ wenig Erfahrung mit weichen Teigen, dass die Teige einem dann viel zu weich vorkommen, obwohl sie eigentlich genauso sein sollen. Das ist ein ganz bekannter Effekt. Wenn man dann ein paar Mal solche Teige verarbeitet hat, dann weiß man, dass das eigentlich so sein soll, dass es normal ist und dass es auch geht mit ein bisschen Fingerspitzengefühl und Übung. Aber es braucht erstmal die Übung, ne? Wer jetzt generell eher festere Teige verarbeitet hat, also sagen wir mal Teigausbeute 160 und abwärts, der wird mit solch einem Teig erstmal überfordert sein. Das kann ich jetzt leider nicht abschätzen aus der Ferne, was jetzt bei Michael der Fall war. Ich vermute aber, dass es eher an der Möhre bzw. an der Größe der Möhrenschnipsel, der Möhrenraspel gelegen hat oder vielleicht auch an der Reibe, wenn sie unscharf war, nicht scharf genug, dass dann die Möhren viel zu viel Wasser abgegeben haben an den Teig. Aber wie gesagt, das kann man leicht lösen, indem man ein bisschen weniger Wasser nimmt oder den Möhrenanteil reduziert. Marc arbeitet auch mit dem Perfektionsbuch mit Hefe und er versucht ein Kartoffelbrot zu backen, aber nicht ganz so, wie es in dem Buch steht, sondern er hat versucht, das Kartoffelbrot auf Vollkornmehl umzubauen und war sehr enttäuscht von dem Ergebnis, beziehungsweise der Rand war in Ordnung, aber die Mitte des Brotes eine Katastrophe, schreibt er. Denn das Ergebnis war ein Brot, was zur Mitte hin, wie er es nennt, klotzig wird. Und er hat versucht, mit der Wassermenge zu spielen. Erst so, wie es im Rezept ist, dann 5% mehr und 7% mehr. Aber das Ergebnis ist immer das gleiche. Also sowohl bei dem Brot als auch bei anderen Rezepten. Also am Rand in Ordnung das Brot, aber in der Mitte klotzig.
Er schreibt jetzt noch als weitere Informationen dazu, er bäckt im Gusseisentopf und er mahlt sein Mehl selbst und zwar frisch vor dem Backen mit Pausen wegen der Temperatur. Ja, also wenn ich nur den ersten Satz des Textes lese, der Frage lese, dann könnte ich jetzt eigentlich die Antwort wiederholen, die ich bei Michael gegeben habe, dass es wahrscheinlich jetzt nicht an der Möhre, aber an der Kartoffel liegen könnte. Aber es gibt da noch ein paar mehr Infos und eine Info war sehr wichtig, nämlich dass Marx sein Vollkornmehl selbst mahlt und vor allem frisch vor dem Backen. Das wird das Problem sein, wenn das Brot klotzig, kenne ich als Begriff nicht. Ich vermute, er meint so ein bisschen schliffig, klebrig, klatschig, gibt es viele Wörter dafür, jedenfalls scheinbar nicht durchgebacken ist, dann kann es daran liegen, dass es frisch vor dem Backen gemahlen wurde. Dann ist das Mehl nämlich noch sehr enzymstark und wenn es, vor allem im Vollkornmehlbereich, und wenn es dann 24 Stunden als Teig rumliegt, selbst wenn die Temperaturen passen, also 18 bis 20 Grad Raumtemperatur, dann ist es nach 24 Stunden viel zu reif. Der Teig ist viel zu reif, weil einfach die mehleigenen Enzyme viel zu lange Zeit hatten zu arbeiten. Wenn das Mehl nach dem Mahlen liegen darf, 2, 3, 4 Wochen, dann reguliert sich das von selbst, dann geht die Enzymaktivität zurück. Das ist ein sehr viel backstärkeres Mehl, es kann mehr Wasser aufnehmen, es gibt einen stabileren Teig und das Problem ist unter Umständen schon gelöst. Der andere Aspekt ist, dass Vollkornmehl an sich, auch wenn es nicht frisch gemahlen ist, immer enzymstärker ist als ein helles Mehl. Also auch wenn das Mehl 3, 4 Wochen lag, wird der Teig ein bisschen schneller reifen, als er das laut Buchrezept tun sollte mit dem hellen Mehl. Also auch da muss die Reifezeit reduziert werden oder die Hefemenge. Diese beiden Stellschrauben hast du. Oder die Temperatur, das wäre die dritte Stellschraube, also kälter reifen lassen. Ganz konkrete Zahlen kann man da auch nicht nennen, weil das eben sehr von dem Mehl abhängt, von dem Getreide, was zum Mehl verarbeitet wurde. Stichwort Enzymaktivität. Und auch von der Feinheit des Mehles, also wie fein hat Marc das gemahlen. Je feiner, umso enzymaktiver, umso reaktiver ist das Mehl. Je gröber, umso weniger davon. Es gibt also mehrere Möglichkeiten. Wichtig ist, die Temperatur einzuhalten. 18 bis 20 Grad. Wenn diese Stellschraube ausgeschlossen werden kann, dann das Mehl unter Umständen mal liegen lassen, mal reifen lassen, 2 bis 4 Wochen nach dem Mahlen. Wenn das auch nicht die Lösung bringt, dann es ist wirklich das Vollkornmehl selbst, das enzymstärker ist als das helle Mehl. Dann bringt es nur noch was, auf die Zeitschiene zu gehen oder die Hefemenge zu reduzieren. Und Zeitschiene heißt, im Buch steht ja immer, der Teig darf sich maximal verdoppeln im Volumen, dann muss er verarbeitet werden. Sonst gibt es eben den Effekt, den Marc festgestellt hat im Brot. Also lieber ein bisschen vor der Verdopplung formeln und wenn das dann nach 12 Stunden schon soweit ist, dann ist es nach 12 Stunden soweit, dann weiß man das einmal, muss man also einmal im Leben dieses Rezeptes, dieses Brotes dranbleiben und beobachten, dann hat man es und kann das für die nächsten Male dann besser kalkulieren. Na, wenn es nach 12 Stunden schon der Fall wäre, umso besser, dann hat man 12 Stunden gespart und kann dann einfach am Morgen zum Beispiel den Teig ansetzen und am Abend ihn schon formen und dann abbacken oder eben umgedreht am Abend Teig ansetzen und am Morgen backen. Das wären so die Möglichkeiten. Ja, um das zu beobachten, ist am sinnvollsten immer, wenn man diese Rezepte umbaut, wirklich abends den Teig anzusetzen. Dann hat es 12 Stunden Ruhe über Nacht oder 8 Stunden und dann kann man eben den Teig über den Tag beobachten. Und dann funktioniert es eigentlich ganz gut. Ich denke, das muss man immer beachten, wenn man Rezepte umbaut und sei es eben nur in Anführungsstrichen helles Mehl durch Vollkornmehl ersetzen. Dann kann man sich nicht mehr einfach an das Rezept halten, an die Temperaturen und an die Reifezeiten, weil es eben ein großer Unterschied ist, ob ich mit hellem Mehl backe oder mit Vollkornmehl. Ja, da fällt mir auch gleich noch ein Zusatz zu Michaels Frage ein, also die Frage vorher, geht in die gleiche Richtung. Wir haben jetzt zwar gesagt, es könnte die Möhre gewesen sein, es könnte das Mehl gewesen sein, aber es könnte eben auch die Raumtemperatur gewesen sein, das haben wir vorher noch nicht erwähnt, wenn es also mehr als 18 bis 20 Grad gewesen ist, dann könnte der Teig auch einfach zu reif gewesen sein. Zwar schreibt Michael, er hat sich rangehalten an die Reifetemperatur, die das Rezept vorgibt und die Reifezeit, aber man weiß es nicht. Ne? Oder das Dinkelvollkornmehl, was er verwendet hat, ist enzymstärker gewesen. Da reicht auch schon der kleine Anteil, dass der Teig ein bisschen schneller reift und wenn er dann sein Volumen überschritten hat und vielleicht sogar schon eingefallen ist, dann ist er auch abgebaut. Ne? Dann ist das Teig
Gerüst enzymatisch lahmgelegt, kaputt und man erreicht einen Teig, der sehr weich ist, sehr lose, also ohne Zusammenhalt, den er eigentlich gehabt hätte, wenn man ihn zum richtigen Zeitpunkt verarbeitet hätte. Ja, wir bewegen uns weiter in diesem Thema bei Brigitte. Sie hat uns ein Foto geschickt von einem Kastenbrot mit so einem Glitzstreifen unten und an der Seite auch ein bisschen, aber am stärksten unten. Und sie schreibt dazu, so etwas passiert ihr immer wieder. Alles minutiös genau, Zutaten, Temperatur, Backzeit. Das Brot war super aufgegangen und nach dem Backen sieht es dann so aus. Also nicht mehr so hoch und innen teilweise glitschig, feucht. Ja, im Grunde ist es die gleiche Antwort. Jetzt mit dem Foto haben wir eigentlich eine ziemlich eindeutige Diagnose. Das Brot ist oben eingefallen, also hat eine Senke in der Kruste und unten hat sich der Boden auch gehoben. Das heißt, es ist ein bisschen tailliert oben und unten, nicht an der Seite, wie man das sonst von hellen Broten kennt, von Weißbroten zum Beispiel, sondern oben und unten hat sich es zusammengezogen. Und unten ist es, wie gesagt, auch teigig, glitschig, feucht, wie sie schreibt. Und da ist die Diagnose einfach, es war einfach zu reif, der Teig war zu reif, als er in den Ofen ging. Die Ursache dafür kann es wieder unterschiedlich sein. Es kann sein, dass das Mehl sehr enzymstark war. Es sieht man hier nach einem Vollkornbrot aus, Roggenvollkorn wahrscheinlich. Also das Mehl kann sehr enzymstark gewesen sein. Vielleicht war es sogar selbstgemahlenes, frisch gemahlenes Mehl. Dann haben wir den gleichen Effekt noch stärker. Es kann sein, dass die Raumtemperatur auch nur 1 Grad zu viel zu hoch war. Dann reift der Teig auch schneller. Es kann sein, dass die Teigtemperatur zu hoch war. Ich weiß es nicht genau, um welches Rezept es geht. Ich vermute mal, dass es auch aus einem der Perfektionsbücher kommt, in dem Fall mit Sauerteig, denke ich. Da gilt das Gleiche. Also Temperatur zu hoch macht einfach eine kürzere Reifezeit. An der Backzeit wird es nicht gelegen haben. Dann sähe das Brot anders aus und wäre vor allem nicht eingefallen. Das hat mit der Backzeit weniger zu tun. Aber die Temperatur und der Rohstoff spielt sicherlich eine große Rolle. Und was von diesen beiden Möglichkeiten jetzt der Fall ist, müsste Brigitte dann einmal selbst herausfinden, weil sie weiß ja, was sie mit dem Mehl und ihrem Teig gemacht hat. Genau, die Lösung wäre früher backen. Ja, genau, früher backen. Also wenn das Brot, wenn der Teig noch gewölbt ist und stabil ist, nicht eingefallen ist. Man könnte auch, um wieder in die alte Zeitschiene zurückzufinden, ein bisschen weniger Wasser nehmen. Oder wenn das Mehl frisch gemahlen ist, das Mehl ablagern lassen, die besagten 2 bis 4 Wochen. Oder mal ein anderes Mehl probieren, wenn es jetzt gekauftes Mehl war. Also es gibt viele Möglichkeiten, aber letzten Endes, wenn alles so bleiben soll, wie es bisher war, dann wäre die Lösung etwas früher in den Ofen schieben, also eine kürzere Stückgare. Genau, denn Brigitte hatte ja geschrieben, das Brot war super aufgegangen. Das ist ein relativ häufiger Fehler, dass man so lange wartet, bis das Brot in der Form oder im Gärkorb ganz toll aussieht. Aber das ist dann eben zu spät, um es in den Ofen zu schieben. Dann gehen wir weiter zu Regina. Regina hat auch ein Kastenbrot gebacken, hat uns auch ein Foto mitgeschickt und sie schreibt, sie lässt das Brot immer noch 2 Tage reifen vor dem Anschneiden und dann hat sie aber das Problem, es bröckelt. Von innen löst sich die Krume von der Kruste. Genau, das ist so, sie hat jetzt nicht geschrieben, um welches Brot es sich handelt, aber es sieht auch aus wie Roggenvollkorn? Ja, Roggenvollkorn bis Roggenschrot. Ne? Ja. Das könnte beides sein, vielleicht ein Feinschrot im Brot mit drin. Jedenfalls sehen wir eine relativ dunkle, dicke Kruste und davon stellenweise abgelöst die Krume. Dafür gibt es auch wieder, wie soll es auch anders sein, mehrere Möglichkeiten, die dazu geführt haben. Ganz häufig ist bei solchen Kastenbroten dann der Fall, dass einerseits zu viel Wasser im Teig war, oder andersrum formuliert, dass Mehl oder das Schrot nicht so viel Wasser binden konnte, wie das Rezept das vorgegeben hat. Das liegt aber weniger am Rezept als an der Schrot- oder Mehlqualität. Und oder, dass es ein Brot zu stark, was bedeutet zu lang oder zu heiß gebacken wurde, dann ist die Kruste nämlich sehr dick und fest. Und wenn sich das Brot dann durchs Auskühlen zusammenziehen möchte, dann tut es das auch. Aber die Kruste reagiert nicht mehr plastisch mit, sondern bleibt starr. Und was sich dann zusammenzieht, ist die Krume. Und wenn die Krume kleiner wird, die Kruste aber nicht mitzieht, im wahrsten Sinne des Wortes, dann entstehen Risse zwischen Krume und Kruste. Und mir sieht das hier ganz so aus, als wenn das
der Fall gewesen wäre, weil die Kruste relativ dunkel aussieht. Was auch passieren kann, ist, dass wir so einen Doppeleffekt haben, also richtig kräftige Kruste und relativ reifer Teig. Ich sehe nämlich auch kaum eine Wölbung in der Kruste hier bei diesem Brot. Es kann also auch relativ reif in den Ofen gegangen sein, ähnlich wie das gerade bei Brigitte beschrieben war, relativ reif in den Ofen gegangen sein. Dann ist das Teiggerüst schon destabilisiert. Wenn dann noch hinzukommt, dass sehr viel Wasser im Teig ist, muss noch nicht mal zu viel sein, aber viel Wasser, dann kann das Teiggerüst dem Wasserdruck nicht standhalten, dem Wasserdampfdruck, muss ich sagen, nicht standhalten. Und es wird sozusagen aufgesprengt. Oben sammelt sich dann der Wasserdampf, kommt also aus den eigentlich angelegten Poren raus, sammelt sich unter der Kruste oder an der Seite und oben und hebt eigentlich das Brot schön an, sieht gut aus im Ofen. Und wenn man es dann später anschneidet, ist da ein kleiner Hohlraum oder zumindest ein Riss. All das kann möglich sein. Also ich würde jetzt zuerst einmal versuchen, das Brot nicht ganz so heiß zu backen, also schon heiß anbacken, aber dann die Ausbacktemperatur nicht so heiß zu wählen. Also einfach, weiß nicht, wie es gebacken wurde, aber von 250 Grad dann vielleicht nicht auf 220, sondern auf 200 drehen. Nur so, dass man eine Vorstellung hat, was ich meine. Kürzer backen wäre auch eine Option. Da müsste man mal die Kerntemperatur messen im Laufe des Backens, ob die dann nicht schon eher erreicht ist, als man das bislang vermutet hat oder gebacken hat. Vielleicht ein bisschen weniger Wasser in den Teig geben oder mal ein anderes Mehl probieren. Eine weitere Möglichkeit, da haben wir in der letzten Folge drüber geredet, wenn es jetzt wirklich ein Schrotbrot ist, kann auch sein, dass das Schrot nicht richtig geknetet wurde im Teig. Die Frage hatte damals, weiß ich gar nicht, wer sie hatte. Kevin hatte die. Da ging es darum, Roggenschrotbrot, das bei ihm auseinanderbröselt beim Schneiden. Das kann auch mal passieren, dass nicht alles auseinanderbröselt, sondern nur die Kruste sich von der Krume löst. Dann war der Teig nicht bindig genug, das heißt, er hat kein Bindemittel gehabt, um die einzelnen groben Bestandteile darin einzupacken, sodass am Ende die Scheibe bröselt. Also da verweise ich gerne nochmal auf die vorherige Folge, Frage von Kevin zum Thema Roggenschrotbrot. Da sind wir ein bisschen näher drauf eingegangen. Also viele Möglichkeiten, um dieses Bild des Brotes zu produzieren, das uns Regina geschickt hat. Ich denke aber, am wahrscheinlichsten, dem Foto nach jedenfalls, ist es, dass die Backzeit zu lang war oder die Temperatur zu hoch. Die nächste Frage kommt von Zeno. Und zwar ist da die Frage, ob man den übrigen inaktiven Sauerteig beim nächsten Mal zum Brotteig dazugeben kann und eben entsprechend dann Mehl und Wasser weglässt. Ja, das ist eigentlich ein gängiges Verfahren. Also man kann altes Anstellgut oder Restsauerteig, der noch irgendwo übergeblieben ist, in jedes Brot reingeben. Ich würde da die Sauerteigbrote ausschließen, weil die haben ja schon einen eigenen Sauerteig. Das wäre dann zu viel des Guten, was den Geschmack angeht, meine ich. Aber in jedes hefegelockerte Brot kann man den Restsauerteig zugeben. Ich würde sagen, damit es nicht überhand nimmt, so ungefähr 10% der Mehlmenge kann man als alten Sauerteig oder altes Anstellgut zugeben. Also wenn ich jetzt ein Kilo Mehl verarbeitet habe im Gesamtrezept, dann könnte ich 100 Gramm alten Sauerteig, altes Anstellgut dazugeben. Und wie Zeno schon richtig schreibt, man würde dann die Mehl- und Wassermenge, die in diesem alten Sauerteig steckt, rausrechnen aus dem Hauptteig des ursprünglichen Rezeptes, damit die Mengenverhältnisse gleich bleiben. Also wenn ich 100 Gramm Sauerteig zugebe, da stecken in aller Regel 50 Gramm Mehl und 50 Gramm Wasser drin, dann nehme ich diese 50 Gramm Mehl und Wasser aus dem Hauptteigrezept hinaus, damit ich am Ende mit dem zugegebenen Sauerteig genauso viel Mehl und Wasser im Gesamtrezept habe, wie ohne diesen zugegebenen Sauerteig im Originalrezept. Ich würde noch eine kleine Anmerkung dazu machen, wenn es sich um die Perfektionsbücher handelt. Also, weil Perfektion mit Sauerteig, hatten wir ja gesagt, da nicht unbedingt, weil da schon Sauerteig drin ist. Bei den Heferezepten könnte man das tun, man muss aber sehr vorsichtig sein, wie aktiv das alte Anstellgut noch ist. Weil wir so geringe Hefemengen haben und so eine lange Reifezeit, könnte es sein, dass eben das Anstellgut, wenn das noch aktiv ist, die Hefe überholt und dann entsprechend die Reifezeit sich verringert. Ja, also ich meinte hauptsächlich Standardrezepte, ne, die innerhalb eines Tages quasi ablaufen können. Beim Perfektionsbuch mit Hefe ist es wahr, das hat 24 Stunden Reifezeit in der Stockgare allein. Und wenn ich da auch nur ein bisschen Anstellgut reingebe, dann
sei es noch so inaktiv, irgendwann in diesen 24 Stunden wird es aktiv werden und zum Trieb beitragen, sodass der Teig also in weniger als 24 Stunden reif sein wird. Geschmacklich mag es von Vorteil sein, aber man muss aufpassen, dass man den Teig dann ein bisschen eher verarbeitet. Dann kommen wir zu Sabine. Sabine möchte Brezeln backen mit LM, aber sie hat das Problem, dass die Teige, die sie bisher ausprobiert hatten, nicht dehnbar genug waren. Also Laugenbrötchen und Laugenstangen haben funktioniert, aber sie konnte aus dem Teig nie Brezeln formen, egal wie lange der Teig vorher entspannen konnte. Sie hat aber auch noch kein Rezept gefunden für Brezeln mit LM, sondern hat bisher entweder Hefe-Rezepte umgerechnet oder das Laugengebäckrezepte mit LM versucht, dann als Brezeln zu formen. Ja, LM ist Lievitumadre. Ich kann es immer nicht gut aussprechen, aber Lievitumadre heißt es, glaube ich, ungefähr. Ist also ein fester Weizensauerteig. Und feste Weizensauerteige, genau wie feste Vorteige, also Teige, die mit Hefe hergestellt werden, vor dem eigentlichen Hauptteig, die haben die Tendenz, den Hauptteig stabiler zu machen. Auf der anderen Seite, weiche Weizensauerteige und weiche Weizenvorteige sorgen dafür, dass der Hauptteig dehnbarer wird. Das heißt, er sich besser ausrollen lässt, zum Beispiel zu Brezelstangen oder zu Brezelsträngen, die dann zu Brezeln geformt werden. Brezelstangen meint Sabine wahrscheinlich diese Laugenstangen. Ne? Und ja, es ist also ganz normal, dass sich so ein Teig, wenn der mit LM hergestellt ist, ist ja auch ein relativ fester Hauptteig dann für Brezeln, dass sich so ein Teig relativ schlecht ausdehnen lässt, also auch schlecht ausrollen lässt. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, das zu ändern. Man könnte ein anderes Mehl nehmen. Wenn jetzt ein sehr kleberstarkes Mehl auch noch zum Einsatz kommt bei Sabine, dann verstärkt sich dieser Effekt noch. Man könnte ein kleberschwaches Mehl nehmen oder Dinkelmehl mit einarbeiten, also 10-15% Dinkelmehl mitzugeben. Dinkelmehl 630 wäre es dann wahrscheinlich bei ihr. Dann wird der Teig dehnbarer, trotz LM. Oder man verändert die Sauerteigführung. Man nimmt also kein LM, sondern einen weichen Weizensauerteig, ein Le Vin Liquide wäre das dann. Also 1:1 Mehl und Wasser. Mehr ist es ja nicht. Oder man macht den Teig weicher. Das geht auch. Also ein bisschen mehr Wasser rein, dann wird der Teig auch insgesamt dehnbarer. Diese Möglichkeiten hätte man, um dann mit oder auch mit einer Variante von LM seine Sauerteigbrezeln zu backen. So, dann kommen wir nochmal zu Roggenbrot. Da hat Beate eine Frage dazu. Sie backt noch nicht so lange Brot und bis jetzt eben hauptsächlich Roggenbrot. Das Brot, sagt sie, ist gut gebacken, es riecht gut, ist lecker, aber beim Aufschneiden bleibt es klebrig am Messer und später auch an den Zähnen. Woran kann das liegen? Auch hier wieder mehrere Möglichkeiten. Grundsätzlich wird es an den Enzymen des Mehls liegen. Wir haben jetzt eine Ernte, die ja immer noch in den Mehltüten drinsteckt aus dem Jahr 2023, die sehr enzymstark war in vielen Bereichen Deutschlands. Und das bedeutet, dass sehr viel Stärke abgebaut wird in Zucker. Und der Zucker kann nicht alles Wasser binden, was die Stärke hätte gebunden beim Backprozess. Insofern gibt es einfach ein sehr feuchtes Brot, eine sehr feuchte Krume, die dann auch am Messer kleben bleibt. Man könnte es jetzt mit einem anderen Mehl probieren, mit einem Mehl von einem anderen Hersteller beziehungsweise aus einer anderen Gegend. Kommt auf den Versuch an, man könnte Wasser reduzieren im Brotteig, um den Enzymen ein bisschen an Aktivität zu klauen. Man könnte mehr Sauerteig verwenden oder saureren Sauerteig. Auch das bremst die Enzyme aus. Und man könnte anderes Mehl nehmen. Wenn es jetzt zum Beispiel Vollkornmehl wäre, das ist generell immer enzymstärker als helles Mehl, könnte man auch anteilig helleres Mehl nehmen oder das Vollkornmehl sehr lange liegen lassen. Auch dann, also etliche Wochen, dann auch dann reduziert sich die Enzymaktivität des Mehls. Das sind jetzt alles nicht so praktikable Möglichkeiten. Also die praktikabelste Möglichkeit wäre tatsächlich, den Sauerteiganteil zu erhöhen und die Wassermenge etwas zu reduzieren und zu schauen, wie verändert sich mein Brot. Wir haben das auch in der Bäckerei das Problem gehabt mit der neuen Ernte. Also auch wir mussten die Wassermenge reduzieren, damit am Ende ein gut essbares Brot rauskommt.
wenn das Brot jetzt unter Umständen und solche Mails erreichen mich manchmal auch gar nicht mit einem, ich nenne es jetzt mal, echten Sauerteig hergestellt wurde, sondern mit einem Reinzuchtsauerteig, also von, fällt er mir nicht ein, von Seitenbacher, genau, oder irgendwelche Trockensauerteige von Supermärkten, von Eigenmarken etc., dann hat der Klitsch einen anderen Grund, dann gibt es nämlich gar keinen Sauerteig, der die Enzyme in Schach halten kann, beziehungsweise nicht genug Säure im Brot, haben wir alles schon gehabt, wenig Lockerung und sehr enzymstarkes Mehl plus falscher Sauerteig führt dann einfach auch zu einem sehr klitschigen Brot. Das kann ich mir jetzt hier nicht vorstellen. In der Schilderung von Beate, dann hätte sie auch geschrieben, dass da nichts gelockert worden wäre, denn die Sauerteige, die man so kauft, die sind in aller Regel nicht zur Lockerung gedacht, sondern einfach zur Säuerung, also um Geschmack reinzubringen und ein bisschen die Enzyme auszubremsen. Ja, also zusammengefasst, Beate, versuch's erstmal mit weniger Wasser. Nimm ruhig mal 5% weniger Wasser, bezogen auf die Mehlmenge, also auf 100 Gramm Mehl, nicht, ist jetzt gesponnen, 80 Gramm Wasser, sondern nur 75 Gramm Wasser. Und wenn das nichts hilft, dann würde ich mich um den Sauerteig kümmern, also ein bisschen saurer führen, vielleicht ein bisschen länger reifen lassen den Sauerteig oder eine andere Führungsart. Oder wenn es einfacher für dich ist, einfach mehr Sauerteig in den Teig geben. Und dann natürlich das Mehl und Wasser, was dann mehr im Sauerteig ist, aus dem Hauptteig rausnehmen, damit die Mengenverhältnisse immer noch gleich bleiben. Und auch auf die Teigtemperatur vielleicht ein bisschen achten, dass wir eher bei 30 als bei 32 Grad sind beim Roggenbrot. Ja, und selbst 28 wäre noch möglich. Mhm. Also auch das reguliert ja die Enzymaktivität im Teig. Das heißt, wenn es wirklich die Enzyme sind, die dazu geführt haben, dann würde sich schon eine Änderung ergeben, wenn man die Teigtemperatur um 1-2 Grad senkt. Vorausgesetzt, man weiß eigentlich, wie warm der Teig gewesen ist, ne? Bei dem Problem, das wäre vielleicht die erste Maßnahme, einmal das Thermometer in den Teig zu halten. Und wenn der Teig schon sehr, sehr warm war, vielleicht sogar 32 oder aufwärts Grad, dann kann das schon die Ursache gewesen sein für das Krümeln, dann lieber 30 oder 28 Grad. Und mit einer etwas längeren Reifezeit rechnen, dafür hat man aber vermutlich etwas weniger ballende Krume im Roggenbrot. Das soll es gewesen sein. Unser Fragenzettel ist zu Ende abgearbeitet. Wir freuen uns auf neue Fragen für die Frage- und Antwort-Folgen hier im Podcast und verbleiben bis dahin mit den besten Grüßen und Wünschen für das Backen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de/unterstützen. Vielen Dank.